Moin, mein liebes Supersuchtis, mein Name ist Fluppy, das ist natürlich der Zirngiebel. Hallo. Wir kennen es ja, viele Sachen aus Filmen wird irgendwann real, ne? Wie zum Beispiel das iPad, was man ja aus Enterprise kennt und so weiter, so ein bisschen weit her, aber ne, und so weiter. Jetzt passiert das auch mit Iron Man Filmen. Ja. Wir kennen es, ne? Oder Tony Stark, wie er da seine komischen Computer gehabt hat. In der Luft und so, sah ziemlich futuristisch aus. Jetzt gibt es das wohl bald auch im echten Leben. Elon Musk, das ist ein extrem reicher Techniker, der hat auch dieses, wir hatten doch mal darüber berichtet, dieses Röhrenfahrzeug. Seine Firma hat quasi so einen Computer hergestellt, wo man Raketenparts zusammenbauen kann, nur mit Bewegungen seiner Hand in der Luft. Würdest du das machen, so ein PC einfach? Ich denke, es wird irgendwie übertragen werden später, wenn wir irgendwas anderes bauen oder irgendwie machen will sogar. Weil es gibt jetzt die 3D-Drucker, die sind jetzt zwar teuer, aber irgendwann werden die billiger, da wird die jeder haben. Macht es überhaupt privat Sinn? Weil das ist natürlich eher sinnvoll, wenn man irgendwas zusammenbaut. Ne? Also wie Tony Stark sein Gerät zusammengebaut hat oder wie jetzt zum Beispiel der Herr Musk seine Raketen zusammenbaut. Ein Sandwich zum Beispiel damit bauen oder so. Bald wird es sogar möglich sein, das alles auf Video zu sehen. Sobald das soweit ist, sagen wir euch natürlich im Feedflash Bescheid. Wie findet ihr sowas, so einen Rechner einfach mal in der Luft quasi zu bedienen? Cool oder nicht cool?